Moin, 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 moin. Willkommen zurück zu The Last of Us. Wir sind am Ende der letzten Folge hier rausgekommen. In der Garage. Und dann wir ein bisschen Bekanntschaft mit Infizierten. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen haben solltet, dann schaut sie euch noch an. Das war ziemlich rasant da unten. Weiß man, wir denn die Störung reinfinden. Seit einer Woche kein Last of Us. Wir sind da oben. Da unten müssen wir hin zum Fragezeichen. Das heißt, wir gehen. Da rein? Warte, ist das hier? Ja, doch, da. Wenn ihr irgendwie was im Hintergrund hören solltet, das ist nicht das Rauschen vom Mikrofon, weil es da kaputt ist. Ich hab neues, es ist nur. Dieses Mikrofon ist sau empfindlich, das heißt, das nimmt die Geräusche, die Pacing abgeht vom Lüftung, die ist schon recht sauber, nimmt die trotzdem auf. Hey Davis, such in unserem alten Ich muss ja alles vorbeifahren. Im alten WLF. Versteck nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Serviena. Ach, leck mich drum, Arsch. Serviena, und mach dir keine Gedanken wegen Benzin. Wir kümmern uns drum. Mike. Mikey. Revolver lässt sie liegen, nimm Kugel raus. Das finde ich ja gut. Eine Seite die ganzen Waffen mitgenommen. Machst du Witze? Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Ich hab's nie kapiert. Schmeckt wie verbrannte Scheiße. Danke. Was für Kenner vom Wegen. Wow. Anfängerblatt-Trophäe. Big Whale. Big Blue. Echter Name unbekannt. Intelligenz 100, Muskelkraft 80. Aha, Zugehörigkeit keine. Big Blue ist ein Wesen aus einer anderen Dimension, das Erscheinungsbild eines Blauwals angenommen hat. Es kam vor über 1 Milliarde Jahre auf die Erde, um über die im entstehenden Begriffen Lebensform. Ja. Danke. Jetzt um zu wachen und nutzt seine unendlichen Quellen des Wissens, um die Menschheit in Zeiten der Not und des Umbruchs zu führen. Sein unfassbares Alter hat einen großen Nachteil. Tage erscheinen ihm wie Mikrosekunden. Dieser Zeitverzerrungseffekt wird jedoch aufgehoben, wenn es die Luft anhält, was es mehrere Jahre am Stück tun kann. Hält. Aha. Alles klar. Joe liebte Kaffee. Und anscheinend habe ich gesehen, dass ich etwas übersehen habe. Ich weiß nicht, anscheinend finde ich das noch oder ich habe es verpasst. Ich habe gesehen auf einem Bild, was ich gesehen habe auf Instagram, dass jemand eine Shotgun gefunden hat. Ich bin dem Ding nicht wirklich auf den Grund gegangen. Könnte natürlich sein, dass ich die noch finde oder ich die übersehen habe. Weil eine Shotgun, die hätte ich eigentlich schon gerne. Ich denke, ich finde die noch. Oh, super blöd. Alter Schwede. Ja. Wie kommen die bloß überall rein? Keine Ahnung. Aber ich hasse das. Alter. Oh je. Ich brauche keine Hog. Was ist das? Barkos.
Barkus. Was ist das denn? Ob der zu dieser Tierhandlung passt? Marion und Sexter. Das wird ein Tier, ja, das wird ein Tierhandlungsschlüssel sein. Ist ein Firefly sein? Ne, ich dachte, da ein Firefly-Zeichen drauf. Kartenort ja. Hinzugefügt. Ein Schlüssel. Barkus steht drauf. Ah, ich glaube, der gehört zu der Tierhandlung, bei der wir vorhin waren. Sehen wir doch mal nach. Ja, lass mich aber jetzt noch hier gucken. Wie kommst... Wie kommst du hier rein? Die hat ja einen ordentlichen Schiss. Hm. Ist sonst nichts weiter? Ah, oh, Medikit. Ich denke, das war nur dieses Mini-Ding. Okay. Yes. Yes, sie kreist, sie scheißt durch. So, wo war jetzt nochmal die Tierhandlung? Straße runter, Straße rechts. Nice. Hoffe, Schimmer kommt mit. Ich muss nicht auf dem Pferd reiten. Ich glaube, wir werden hier noch ein bisschen abhängen. Naja. Aber bei der nächsten Kreuzung. Das müsste dann hier sein, oder? Nicht richtig? Yes, bin ich. Und es war mir klar, dass es links ist, nur von meinem. Egal. Das heißt, die Handlung müsste hier sein, oder? Ist das die Tierhandlung? Yes, das ist die Tierhandlung. Oh, die Taschenlampe aus, Ellie. Ist die Frage, wie kommen wir da rein? Das ist doch keine Tierhandlung. Das ist vielleicht eine Tierhandlung. Ah, hier. Das ist ein Bürogebäude, aber keine Tierhandlung. Aber das hier sieht eher nach Tierhandlung. Ja, da steht es schon drauf. Auf den Scheiß. Ich hab's. Mal sehen, was hier drin ist. Irgendwas, was nicht hier drin sein sollte, wahrscheinlich. Ja, komm, open the door. Scheiße, was ist das hier? Irgendeine WLF-Sache. Poker. Was haben wir denn da Schönes? Halten uns für Schafe. Was ist das? Zeig deine Zähne. WLF-Propaganda. Erinnert mich an die Fireflies in Boston. In New Mexico auch, da gab es diese Ravens. Beschützer der Verfassung, so nannten sie sich selbst. Was wollten die? Das waren Ex-Fedra, die fanden, Fedra hätte zu viele Regeln. Sie haben Schutzgeld erpresst, viele Frauen entführt. Tolle Typen. Krass. Toll. Ja. Was haben wir denn da? Was ist das? Das sind Angriffspläne für einen Fedra-Konvoi. Dieser Ort muss uralt sein. Ja. Ich glaube, hier war seit Jahren niemand. Wir könnten es uns ansehen. Noch zwei. Oh mein Gott. Ich glaube, wir werden ja wirklich noch ein bisschen eine ganze Weile verweilen. Das heißt, wir gehen nachher raus und gehen mitten auf die Straße und gucken da mal. Mal alles einschieben, was wir hier finden können. Na, ich denke nicht, dass dieses Auto alt ist. Naja, wobei. Alkohol läuft ja nicht ab. Gut, Pillen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, Ellie. Bevor man die sich reinschmeißt. Motorrad, das gerade vorbeigefahren, hat's gehört. Und zweiten Holster. Nice. Goonie und Ghost würden das lieben. Wer? Die Wildkatzen, die ich hatte, bevor ich nach Jackson kam. Aber sie wollten irgendwie nicht mitkommen, also ich vermisse die kleinen Tiger manchmal. Hast du Haustiere? Nein, das war noch nie mein Ding.
Wenn wir hier fertig sind, können wir dir vielleicht ein kleines Haustier besorgen. Okay, gut. No. Mixis. Ja, ich stehe voll auf Katzen. Ich finde Katzen einfach extrem knuffig. Ja, nice. Den zweiten Waffenholz, da finde ich richtig nice. Machen wir uns mal einen Molotow. Fährt Molotow ist einfach nur nice. Ich kann noch was herstellen. Das ist eine Schockbombe. Das ist wie eine Rauchbombe aus dem ersten Teil. Finde ich. Ich glaube, hier haben wir alles. Yes, haben wir. Na, guck mal, die Karte. Guckt so oft auf die Karte, ich weiß. Na, das heißt, es ist neu, das heißt, wir gehen jetzt da runter. Und dann da hoch. Oh je, wir chillen hier wohl noch eine ganze Weile. Ich dachte, wir klappern hier wirklich nur ein paar Gebäude ab und gehen dann weiter, aber... Nee. Das Spiel hält uns auf damit. Apparier. Lauf! Lauf, Bambi, lauf! Das heißt, laut Karte müsste der Konvoi da vorne, müsste dort da vorne sein, oder? Yes, da ist er auch. Hier also. Fedra Gate 2. Wo willst du hin? Da hinten ist was. Ein Truck. Da ist aber nichts drin. Schade, schade, schade. Wende den Tor-Code. Welchen Tor-Code? Och nee, Bruder, mach doch nicht so. Fuck. Wie ist das? Nein. Nein, so der Schlüssel. Nein, Notfallprodukt. Jetzt kann ich erstmal die hässlichen Dinge wieder. Nein. Auch nicht. Fuck, was war das? Ah, Kontrollpunkt Torcode. Wo sind wir? East 2, oder? Fuck. Na, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, welches Tor das ist. Gate West 2. Gut. Ach ja, Dina, ich muss da wieder durch. Das soll schon da hinten bleiben können. West 2 0 4 5 1. Also, probieren wir es mal. Null? Wait, what? Oh, nö, oder? Was war das? Das war 04, ne? Und 5-1? War das 5-1? Ich weiß nicht, ob das 5-1 war. Gucken wir einfach mal, ob das 5-1 war. Jawoll! Oh, Mann. Baby-Kit. Und nochmal so eine Karte. Ich krieg die Krise. Ja, schlag zu. Ah, nicht. Ich hätte diese Karten. Oder diese Karten nochmal durchlesen. Ah, mal das hier. Na, komm, lesen wir sie durch, damit wir alles haben. Flo. Flo, echter Name Olga. Kurz. Kürzt denn nur. Ach, leck mich doch am Arsch. Kunzensova. Oder so. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit Society of Champions, natürlich.
Ich werde nachher nämlich vorlesen. Olga machte ihren Abschluss an einer namhaften Sci-Tech-Universität als beste ihres Jahrgangs und wurde sofort von der russischen Regierung rekrutiert, um die Forschung über dunkle Energie voranzutreiben. Olga fürchtete, dass die Technologie zur Kriegsführung eingesetzt werden könnte und versuchte, die Experimente zu sabotieren, mit dem Ergebnis, dass ihr Bewusstsein mit Wasserdampf verschmolzt. Ah, jetzt ist sie in der Lage, ihre Seele an jede Art von Gewässern zu kanalisieren und ihr Gebirge in jeder Form von Wasser zu beschwören, sofern ein gewisser Luftfeuchtigkeit herrscht. Neutrale Heldin. Aha. Klingt gesund. Auf jeden Fall. So, das heißt... Alles ausgeräubert. Oh, das heißt, wir müssen jetzt doch irgendwie auf die Brücke kommen, oder? Da kommen wir, wenn wir geradeaus laufen, dann rechts, beziehungsweise links und dann rechts. Okay. Oh Mann. Das dauert echt ziemlich lange. Bis man hier mal durch ist und ich will hier alles angucken und alles sammeln. Das heißt, wenn ich mir damit rechne, dass ich bei Kurt gesehen habe, dass der 61 Parts, gut 60 Parts mit Intro 61 oder Outro, ich weiß nicht, wie da durchgegangen ist, wollte ich mir auch nicht angucken. Aber könnte gut sein, dass es bei mir vielleicht ein bisschen mehr werden oder weniger. Da unten. Von der Brücke ist halt wirklich echt nicht mehr viel da. Na ja, gut, das ist schon länger her. Das steht ja schon ziemlich länger. Schon ziemlich länger. Was war hier los? Sieht aus wie ein Hinterhalt. Na gut, dann muss es schon länger her sein. Komm ich das irgendwie? Finde ich hier noch irgendwie was? Ah, haha, war klar. Hey, die haben den Konvoi abgeschossen, aber nichts gibt. Dieser Kerl war ein Offizier. Unterwegs in einem Truck mit Ration? Vielleicht wollte er sich verstecken. Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. Uff. Bah, das muss müffeln hier drin, Alter. Es ist alles vorbei. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abfangen und die Förderoffiziere gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken auf dich genommen hast und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen deine Loyalität gegenüber unserer Sache zu schätzen. Isaac. Uff. Bah, das muss ja drin echt sowas von müffeln. Wenn man sieht, dass die schon Skelette sind, dann muss das locker schon ein paar... Wie lang dauert sowas, bis so ein Ding zum Skelett wird? Ich weiß gar nicht. Oder das heißt... Auch fertig. Zu den anderen Dinger da oben kommen wir, glaube ich, nicht hin. Und da kommen wir, glaube ich, erst recht nicht hin. Hopp, die Karte muss jetzt schon kaputt sein. Nee, ich glaube, da kommen wir auch nicht hin da oben, oder? Kommen wir da hin? Ich glaube nicht. Gucken wir mal, sonst noch hinkommen. Nee, gibt's hier vorne noch irgendwas zum Plündern? Oh, nein, nein. Wo war dieses Hotel, bitte? Dieses Hotel, ich habe dieses Hotel... Na, vorne war es. Das heißt, dass wir jetzt hier fertig sind. Den Sachen. Zu den unteren Gebäuden kommen wir ja nicht. Das Columbia Street, Sheriff Street und James Street, da kommen wir ja nicht hin. Das heißt, wir gehen zur Bank. Ah, lol. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wir sind in Downtown, oder?
Wo sind wir? Hörst gar nicht. Ach ja. Na gut, dann müssen wir jetzt zu der Bank oder was auch immer das war. Ja,